Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Ausgabe der Munich Economic Debates, veranstaltet vom IFO-Institut gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Clemens Fuest und wir haben heute Abend eine besondere Debate in mancher Hinsicht, insbesondere dadurch, dass wir ein Panel heute haben, also nicht einen Sprecher oder eine Sprecherin, sondern ein Panel von Sprecherinnen, in dem Fall wie angekündigt, und das Thema Katalysator oder Karrierebremse, wie verändert sich die Arbeitswelt von Frauen durch die Corona-Krise? Ein wichtiges Thema, und es ist uns gelungen, heute ein wirklich herausragendes Panel für die Diskussion dieser Frage zu gewinnen. Und ich darf unsere Panelisten kurz vorstellen. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Heute Abend bei uns begrüße ich sehr herzlich Janina Kugel. Ich sollte vorab sagen, alle drei, das freut mich besonders, sind Volkswirtinnen, jedenfalls von der Ausbildung her. Und Frau Kugel ist ja eine bekannte Managerin in Deutschland. Sie war Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin bei Siemens lange Zeit, ist heute Aufsichtsrätin und Senior Advisor bei verschiedenen Firmen. Man konnte in der Presse lesen, in letzter Zeit unter anderem bei Boston Consulting Group, aber eben auch bei sehr vielen anderen. Und Frau Kugel kennt das Thema natürlich aus eigener Anschauung, aus ihrer Funktion selbstverständlich bei Siemens und aus anderen Kontexten. Also ganz großartig, liebe Frau Kugel, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen. Bei uns ist Frau Professor Monika Schnitzer. Monika Schnitzer ist Professorin an der LMU in München. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Industrieökonomik, hat viel gearbeitet zur Transformation der Volkswirtschaften in Osteuropa, zum Wettbewerbsrecht, zur Marktmacht großer Konzerne. Sie war bis vor kurzem Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik, also der Deutschen Ökonomenvereinigung, und ist jetzt, wie viele von Ihnen wissen, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist sicherlich jemand, der eben einerseits in der internationalen Wissenschaft zu Hause ist, aber andererseits auch in der Politik Beratung. Und dann ist bei uns Frau Professor Michelle Tertelt von der Universität Mannheim. Frau Tertelt ist eine der führenden Makroökonominnen in Deutschland und auch international. Sie ist zum Beispiel Herausgeberin einer der wichtigsten, international wichtigsten Fachzeitschriften, Gravity of Economic Studies. Sie hat eine lange Publikationsliste, bei der man nur neidisch sein kann. Sie hat aber vor allem gearbeitet in ihrer Forschung zum Thema Gender, Family, Economics, den Zusammenhängen zum Arbeitsmarkt und so weiter. Sie ist Gossenpreisträgerin. Weitere Ruhmestaten zähle ich jetzt nicht mehr auf. Sie sehen, wir haben also heute ein Panel, das dieses Thema aus ganz unterschiedlichen Richtungen beleuchten kann. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf diese Veranstaltung und diese Diskussion. Und bei uns ist natürlich auch von der Süddeutschen Zeitung wie immer Herr Dr. Marc Beise. Lieber Herr Beise, und ich übergebe Ihnen damit das Wort, denn Sie übernehmen die Moderation. Ja, vielen Dank, Herr Fuest, auch dafür, dass Sie mir die Moderation überlassen haben, die natürlich heute bei diesem Thema und diesen Gästen besonderen Spaß macht. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir im Prinzip drei kurze Vorträge, wirklich nur einführende Worte von allen drei Rednerinnen hören. Nach jedem Vortrag frage ich mal kurz, ob es Verständnisfragen gibt oder konkrete Nachfragen zum Vortrag, zu Zahlen, zu Einordnungen. Dann müssten Sie eben über die Frage-Antwort-Funktion ganz kurz Ihre Bemerkung eintippen, damit ich die hier sehe und aufnehmen kann und transportieren. Die eigentliche Diskussion würden wir aber gerne am Ende machen, weil das bietet sich an. Alle drei sprechen ja zum selben Thema, aber aus unterschiedlicher Sichtweise, sodass wir dann am Ende eine schöne Gesamtdiskussion auch mit den dreien im direkten Dialog miteinander haben. Und wie gesagt, mit Ihnen, es sind ja einige hundert im
jetzt in der Schleife und nutzen Sie bitte Frage-Antwort-Funktion, um Ihre Bemerkungen, Fragen mir mitzuteilen. Dann fangen wir jetzt an mit Michel Tertelt. Herr Professor Fuß hat ja schon Ruhmesworte über Sie gesagt, Frau Tertelt. Ich war ja das Stichwort Gossen-Preis gesagt hat, das ist ja eigentlich so der renommierteste Preis der deutschsprachigen Ökonomenvereinigung Verein für Sozialpolitik. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie den, als Sie den damals bekommen haben, vor einigen Jahren, waren Sie die erste Frau, die den bekommen hat, woran man sieht, dass wir hier und bei den anderen ist das ähnlich, drei Frauen haben, die ihren Weg in ihren Branchen, in ihren Metiers gemacht haben. Ich stelle mal eine ganz kurze These in den Raum. Vielleicht wird das im weiteren Verlauf aufgenommen. Anekdotisch, nicht evidenzbasiert, kommt es mir so vor bei Gesprächen mit sehr erfolgreichen Frauen, dass sie viel mehr als früher sagen, nicht, ich bin erfolgreich, deswegen braucht man keine gezielte Frauenförderung, weil jede Frau kann es schaffen, sondern dass sie viel mehr als früher sagen, doch, wir brauchen das, wir brauchen die Quote, wir brauchen andere Hilfsmaßnahmen, weil sonst werden wir die Gleichberechtigung nicht kriegen. Und jetzt haben wir natürlich mit Corona ein Thema, darüber reden wir ja heute, dass diese Hindernisse entweder wegräumt oder vielleicht sogar größer macht. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Frau Professor Tertelt, Sie haben das erste Referat. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für diese netten Einführungen. Ich fange mal gleich an hier mit meinen Folien. Genau. Sehen das alle? Ja? Ja, man sieht es gut. Okay. Ja, also ein kurzer Impulsvortrag zum Thema Katalysator oder Karrierebremse. Wie verändert sich die Arbeitswelt von Frauen durch die Krise, durch die Corona-Krise? Ganz kurz möchte ich ausholen und nochmal allen, die es nicht wissen, zeigen, normale Wirtschaftskrisen sind Männerkrisen. Dies sind jetzt Daten von den USA, wir haben das aber auch für andere Länder gemacht. Was Sie hier sehen, ist die Schwankung der gearbeiteten, also der Arbeitszeit über den Konjunkturzyklus. Und in schwarz haben wir hier die Männer, in rot die Frauen. Und dann haben wir es nochmal gesplittet in unserer Forschung hier für Verheiratete und Nichtverheiratete. Aber gucken Sie einfach mal nach den Farben, was man ganz klar sieht. Die Ausschläge, die schwarzen, insbesondere die gestrichelten schwarzen Linien, das sind die unverheirateten Männer, die sind einfach viel, viel größer als die von den Frauen. Das heißt, die Volatilität der Arbeitszeit über den Konjunkturzyklus, also in Rezessionen und dann wiederum auch in Booms, größtenteils sind das normalerweise Männer, die das machen. Also mehr als drei Viertel der Volatilität der gearbeiteten Stunden sind, dies ist für die USA, wie gesagt, aber in Deutschland ist das auch nicht groß anders, sind die Männer. Normale Wirtschaftskrisen sind überall Männerkrisen. Ich hatte ja gerade USA gezeigt und Deutschland erwähnt. Hier ist uns unserer, also was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist für fast alle, also eigentlich alle EU-Länder und USA, ja, und England ist jetzt auch dabei. Das ist die Korrelation der relativen Stunden von Frauen und Männern im Zusammenhang mit dem Konjunkturzyklus wiederum. Also was Sie hier sehen, ist eigentlich überall starke negative Zahlen. Das heißt einfach, in einer Rezession gehen die gearbeiteten Stunden von Männern wesentlich stärker runter als für Frauen. Bei Arbeitslosigkeit ist das auch so. Hier habe ich jetzt nur die Stunden angezeigt, können uns aber auch Erwerbstätigkeit angucken. Es ist eigentlich egal, wie man es genau macht. Es sind eigentlich immer größtenteils Männerkrisen. In der Pandemie, in der aktuellen Krise ist es anders, ist alles anders und fast überall anders. Also was ich jetzt hier zeige, ist auf der linken Seite die relative Erwerbstätigkeit und rechts die relativen Stunden. Und hier gucken wir uns an den relativen Fall von Frauen zu Männern. Einmal eben links hier in der Erwerbstätigkeit, rechts in den Stunden. Und das sind wieder fast alles negative Zahlen. Das heißt also, dass in der aktuellen Situation die Erwerbstätigkeit von Frauen wesentlich mehr gefallen ist als von Männern. Und auch die Stunden sind wesentlich mehr gefallen als von Frauen als von Männern. Also komplett auf den Kopf gestellt. Also völlig anders als was wir bisher kennen aus Wirtschaftskrisen. Warum ist es anders? Also da muss man ganz klar also zwei Punkte machen. Auf der einen Seite sind andere Sektoren betroffen. Normale Wirtschaftskrisen, da haben wir vor allen Dingen das verarbeitende Gewerbe, den Bausektor. Jetzt sind eben auch Restaurants, Tourismus, Friseure betroffen. Das sind alles ja, Jobs, wo vor allen Dingen viele Frauen arbeiten.
Natürlich, das verarbeitende Gewerbe ist auch betroffen, aber dies sind normalerweise relativ krisensichere Jobs. Die sind eben diesmal auch sehr stark betroffen. Und zweitens, ganz wichtig, durch die Schul- und Kindergartenschließungen. Die betreffen natürlich alle Eltern, aber es ist einfach so, dass Schul- und Kindergartenschließungen das Arbeitsangebot von Frauen mehr reduzieren als von Männern. Warum ist das der Fall? Auf der einen Seite gibt es wesentlich mehr alleinerziehende Mütter als alleinerziehende Väter. Die gibt es nicht fast überhaupt nicht. Allein in den USA haben wir 15 Millionen alleinerziehende Mütter. Ist ein bisschen schwierig für die zu arbeiten, wenn eben dann die Schulen geschlossen sind. In Deutschland sind es auch immerhin noch 1,4 Millionen. Und zweitens, selbst wenn beide Eltern arbeiten, also selbst in Familien, wo es eben zwei Elternteile gibt, wenn beide voll arbeiten, ist es so, und diesen Zahlen vor der Pandemie, dass Mütter ungefähr 60% der Kinderbetreuung übernehmen, also wesentlich mehr als die Männer. Und das sieht man eben auch in der Pandemie. Die Männer machen zwar auch was, aber es ist so, dass eben diese Schul- und Kindergartenschließungen Frauen doch, also arbeitende Mütter, stärker betreffen. Jetzt kann man sich fragen, wie groß sind diese Effekte? Wir haben uns das angeguckt für diverse Länder. Ich zeige jetzt mal hier nur wieder die Zahlen für die USA. Die sind übrigens deutlich stärker als in Deutschland. In Deutschland sieht man auch Effekte, die sind aber doch kleiner, unter anderem natürlich durch die Kurzarbeit und andere staatliche Maßnahmen. In den USA sind wirklich, dies waren Zahlen vom insbesondere vom zweiten Quarter 2020, sind die gearbeiteten Stunden fast 40% gefallen und für Frauen fast 8% Punkte mehr als für Männer. Wenn man sich dann speziell anguckt, Eltern von Kindern im Schulalter, da ist dieser Gender Gap noch viel größer. Da ist es für Frauen, also für Mütter von Kindern im Schulalter, 18% Punkte mehr gefallen als für Väter von Kindern im Schulalter. Und selbst wenn man für die Art der Jobs kontrolliert, ne, wenn Frauen arbeiten jetzt und vielleicht auch Mütter arbeiten vielleicht mehr im Gastgewerbe als Männer, aber selbst wenn man für die Art der Jobs kontrolliert, sind es immer noch ungefähr 5% Punkte mehr bei Müttern, also bei Frauen erstmal und dann bei Müttern immerhin noch 8. Also der Gap ist sogar größer, wenn man sich eben die Mütter speziell von Kindern im Schulalter anguckt. Also wurde ja schon viel auch diskutiert und in der Zeitung konnte man viel lesen über die sogenannte Rolle rückwärts. Das sehen wir definitiv in den Daten, in dem Sinne geringere Erwerbstätigkeit, reduzierte Arbeitszeit. Das führt natürlich zu verpassten Karrierechancen. Das wird ganz, ganz klar den Gehaltsunterschied erstmal erhöhen. Aber könnte es vielleicht auch eine Chance sein für arbeitende Mütter? Also da sehe ich auch und wir auch in unserer Forschung eben mindestens zwei möglicherweise positive Effekte. Auf der einen Seite sieht man, dass die Pandemie eben zu mehr Telearbeit, zu viel mehr Telearbeit geführt hat und zu mehr Jobflexibilität. Und das weiß man auch aus vorherigen Studien, dass diese Flexibilität, die erleichtert einfach das Kombinieren von Familie und Karriere. Und das macht es Frauen einfacher zu arbeiten und auch bessere Jobs zu finden. Außerdem wissen wir auch, dass Männer, das sieht man wieder aus den Daten in den Studien, dass Männer, die mehr Telearbeit machen, die helfen mehr zu Hause, die machen mehr zu Hause. Das heißt also, wenn die Männer mehr im Homeoffice sind, ist es wiederum für deren Frauen einfacher, Karriere zu machen oder überhaupt zu arbeiten. Drittens, durch die Pandemie haben wir teils in einigen Konstellationen vertauschte Rollen gehabt oder auch haben die immer noch teils. Also wenn man sich die Krankenschwester anguckt, die mit einem Mann verheiratet ist, der im Büro arbeitet normalerweise, ja. Zumindest in den Zeiten, wo es wirklich sehr hohe Inzidenzen gab, haben fast alle diese Männer zu Hause gearbeitet. Die Krankenschwester aber wohl wahrscheinlich nicht. Die waren der sogenannten Front. Und die Männer haben sich eben im Homeoffice um die Kinder gekümmert. In unseren Daten finden wir, das betrifft ungefähr auf 10-20% aller Paare zu. Das ist also schon eine ganze Menge. Und das könnte möglicherweise soziale Normen ändern. Ganz kurz noch ein paar Punkte. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich schon fast zu viel Zeit hier verbraucht. Wir sehen das wirklich in den Daten. Dies ist jetzt in den USA, wenn wir uns angucken, wer kann Telearbeit machen. Also wir splitten das auf, für wen ist das möglich und wie groß sind dann die Gender Gaps und wieder aufgesplittet nach denen, die überhaupt Kinder haben oder nicht Kinder haben. Und zwar diesen Gender Gap in der Reduktion der Arbeitsstunden, den sehen wir überhaupt nicht. Hier, das sind die grünen Zahlen. Wenn man Telearbeit machen kann, da ist es gleich.
wenn keine Telearbeit möglich ist und Kinder im Schulalter vorhanden sind, da haben wir eine viel, viel größere Reduktion der Arbeitsstunden. Das sind die Mütter, die mussten teils ihre Jobs eben entweder aufgeben oder Stunden reduzieren, um sich um die Kinder zu kümmern. Also man sieht, Telearbeit quasi schützt ja insbesondere Frauen vor dem Arbeitsstundenverlust. Aber das ist ein Cover von der New York Times, jetzt von diesem Monat oder vom Februar, möchte ich doch mal fragen, gucken Sie das Bild an, wer ist hier gerade im Telefonmeeting? Was heißt denn eigentlich Homeoffice? In diesem speziellen New York Times Cover ist die Frau in einer Arbeitskonferenz. Die hat da einen Telefonhörer, man sieht es nicht richtig, aber die hat einen Telefonhörer da in das Ohr geklemmt und ist gerade in einer wichtigen Telefonkonferenz, während der Mann gemütlich im Homeoffice sitzt. Ja. Also, das könnte möglicherweise dann doch nicht so gut funktionieren mit der Telearbeit. Das war natürlich jetzt nur eine Anekdote, aber wir haben uns das in Zahlen aus holländischen Daten angeschaut. Dieses vom April 2020, wo ja fast alles erstmal irgendwie zu war. Von den Stamm, also sowohl Mütter als auch Väter, viel Zeit von zu Hause gearbeitet. Wenn man sich jetzt aber insbesondere die Eltern von Kindern zwischen 6 und 14 anschaut, da haben Mütter 3/4 der gearbeiteten Homeoffice-Stunden gleichzeitig sich um die Kinder gekümmert. Ich meine, die Väter haben auch viel gemacht, aber da waren es weniger als 60%. Also man sieht einen großen Unterschied. Und dann ja, ist die Frage, wie produktiv ist diese Telearbeit denn überhaupt, wenn man gleichzeitig dabei sich um die Kinder kümmert? Zum Schluss hier, ich komme jetzt auch zum Ende. Die Frage war ja, wie verändert sich die Arbeitswelt von Frauen durch die Pandemie? Also ich würde sagen, kurzfristig, ganz klar, das sieht man überall in Daten, wir haben uns sehr, sehr viele verschiedene Länder angeschaut, kurzfristig reduzieren Frauen die Erwerbstätigkeit und die Arbeitszeit mehr als Männer. Mittelfristig wird das ganz klar zu einer Erhöhung des Gender Wage Gaps führen, weil Frauen einfach weniger Erfahrung gesammelt haben relativ. Langfristig sehe ich einen Grund zur Hoffnung durch mehr Jobflexibilität und möglicherweise eine Änderung von sozialen Normen bei der Kinderbetreuung. Aber ich sehe da auch einen Grund zur Sorge, wenn eben Homeoffice für Frauen und Männer Unterschiedliches bedeutet. Und damit bin ich dann auch am Ende. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Professorin Tertjes. Sie waren gut in der Zeit. Alles in Ordnung. 10 Minuten haben wir ja gesagt und die hatten Sie. Sehr interessante Zahlen. Ich gucke mal gerade, ob jemand unmittelbar Nachfragen hat. Warte mal noch eine Sekunde, weil vielleicht ist jemand noch am Tippen. Ansonsten glaube ich, dass die Zahlen ja wirklich für sich gesprochen haben und die Bewertung dessen werden wir ja nachher in der Diskussion haben. Wir greifen das dann nochmal auf. Vielleicht sagen Sie drei dann jeweils auch nochmal 2, 3 Sätze zum Start der Diskussion sozusagen mit Ihrer Kernthese, damit wir es dann nochmal zusammen haben. Nö, sieht alles gut aus, jetzt kommt doch eine Frage von Marilena Hoffmann, die nehme ich mal noch auf. Sie schreibt, viele der Zahlen waren auf die USA bezogen. Gibt es vergleichbare Zahlen für Deutschland? Also es gibt leider nicht ganz so gute Daten. Die Datenqualität ist schlechter in Deutschland. Wir erheben die nicht so gut hier. Wir haben uns aber das angeguckt, eben aus der Mannheim-Corona-Studie. Das sind einfach viel kleinere Stichproben und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Wir sehen dort auch einen Gender Gap der ist auch relativ groß. Ich glaube, da möchte ich es einfach mal stehen lassen. Ich möchte keine falschen Zahlen. Wir sind noch dabei. Und die Datenqualität ist einfach nicht so gut in Deutschland, leider. Ein altes Problem, das man ja auch bei Debatte über Niedriglohnsektor und Mindestlöhne und so weiter hat. Deutschland erhebt halt wesentlich weniger oder hat wesentlich weniger Zahlen erhoben als zum Beispiel die USA. Deswegen kann man da besser arbeiten oft. Aber wir kommen darauf zurück nachher in der Gesamtbewertung. Dann würde ich erst mal sagen, vielen Dank an dieser Stelle und gebe weiter an Frau Professorin Monika Schnitzer. Ist ja auch schon vorgestellt worden, Professorin hier in München seit vielen Jahren, in vielen Ämtern, war Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik, ist jetzt im Sachverständigenrat, in dem ja mittlerweile sogar 2 Frauen sind. Viele Jahrzehnte war ja keine einzige Frau unter den sogenannten 5 Weisen, dann immerhin mal eine. Frau Schnitzer kam auch als eine Frau dort rein. Und jetzt sind Sie ja sogar zu 2, das ist historisch. Und im Moment haben Sie ja sogar die Parität, weil ja ein
Mitglied ausgeschieden ist, noch nicht nachbesetzt worden ist. Das heißt, im Moment können Sie sich wirklich in der Parität sonnen, zwei Männer, zwei Frauen. Und es liegt an der Politik, Frau Professorin Schnitzer, ob Sie vielleicht sogar in die Mehrheit geraten oder wieder in die Minderheit. Das werden wir sehen. Sie sind jedenfalls dabei und Sie sind heute auch hier bei uns. Und ich freue mich und gebe Ihnen das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier in dieser Runde mitzudiskutieren. Das ist ein Thema, das mir natürlich auch sehr wichtig ist. Jetzt hat Frau Tertilt natürlich schon viele Aspekte angesprochen, eben dass Frauen in dieser Krise auf dem Arbeitsmarkt besonders betroffen sind. Das sieht man an den Minijobs, das sieht man bei der Kurzarbeit. In all diesen Themen sind Frauen stärker betroffen, bei der Arbeitslosigkeit eben auch. Ich will an der Stelle mich auf einen spezifischen Aspekt konzentrieren, nämlich auf Gründungen und mir anschauen, wie Frauen bei Gründungen, also Frauen, die Unternehmen gründen, betroffen sind durch die Pandemie. Und als zweiten Aspekt dann sozusagen mit dem Ausblick auf das Thema Digitalisierung kommen. Denn das ist ja auch etwas, was wir in der Krise nun erleben, dass wir durch die Krise einen Digitalisierungsschub erfahren. Und beides möchte ich dann jeweils auf Frauen beziehen. Fangen wir mit den Gründungen an. Das ist nun ein Thema, mit dem ich mich schon viel beschäftigt habe und wo wir schon seit vielen Jahren Sorge haben, weil die Gründungszahlen eben generell rückläufig gewesen sind. Wir haben nach der Finanzkrise erlebt, die Gründungszahlen sind gerade dann nach der Krise wiederum zurückgegangen, weil immer in einer solchen Krise die Menschen ja eher auf Sicherheit setzen und zurückhaltend sind, ein Unternehmen zu gründen. Das ist zu befürchten, dass das jetzt wieder passieren wird. Und was bedeutet das jetzt nochmal speziell für Frauen? Frauen waren bei Gründungen schon immer etwas unterrepräsentiert. So kurz vor der Pandemie ging die Gründungsneigung gerade wieder etwas, nicht mehr zurück, hat sich etwas stabilisiert. Und wir hatten im Jahr 2018, das sind die letzten Zahlen, die wir dazu haben, eine Gründungsrate von Frauen von 40% gesehen. Also da hat sich gerade wieder so etwas positiv entwickelt. Aber was wir eben auch feststellen, ist, dass von Frauen gegründete Unternehmen vor allem auf die Dienstleistungsbranchen fokussieren. 85% all ihrer Gründungen sind Gründungen entweder in wissensintensiven Dienstleistungen, Rechtssteuer, Unternehmensberatung, solche Themen oder aber dann in den sonstigen Dienstleistungen. Das macht ungefähr Hälfte aus. Und das ist dann eben sowas wie Einzelhandel, persönliche Dienste wie Pflege, Aus- und Weiterbildung oder Gast- und Hotelgewerbe. Und jetzt ist natürlich schon offensichtlich, dass das genau die Branchen sind, die von der Pandemie besonders hart getroffen sind. Und deswegen sieht man eben auch, bei den Abmeldungen aus dem Gewerbe sieht man eben besonders viele Abmeldungen von frauengeführten Unternehmen, das heißt im Bereich Handel oder sonstige Dienstleistungen. Das sind übrigens auch genau die Bereiche, in denen die Hilfszahlungen zum Teil sehr verzögert eintreffen. Also das ist wiederum etwas, was Frauen an der Stelle besonders trifft. Frauen sind eben vergleichsweise wenig als Gründerinnen unterwegs in dem verarbeitenden Gewerbe. Das haben wir ja eben bei Frau Tertilt schon gehört. Das ist ja normalerweise das Gewerbe, was in einer Krise besonders hart getroffen ist. In dieser Krise eben aktuell gerade nicht. Das ist der robuste Teil. Und hier haben wir auch besonders wenig Frauen in den forschungsintensiven verarbeitenden Gewerbe. Da haben wir insgesamt nur überhaupt 1000 Unternehmen, die von Frauen gegründet worden sind. Was bedeutet das jetzt für die Frage, wie wird es weitergehen? Wir erleben jetzt gerade in der Krise einen Digitalisierungsschub. Die Tatsache, dass wir jetzt hier über ein Online-Portal hier miteinander kommunizieren können, eine Zoom-Konferenz machen können, bedeutet ja schon, dass wir da einen gewaltigen Schritt nach vorne gegangen sind. Und das kann ja eine Chance sein, das kann aber eben auch ein Problem sein, insbesondere wieder für Frauen. Thema Homeoffice hat Frau Tertilt eben gerade schon angesprochen. Wir haben gesehen, das kann durchaus vorteilhaft sein für Frauen, wenn sie jetzt im Homeoffice arbeiten können, weil sie vielleicht weniger Pendelzeiten haben. Wir sehen auch die Notwendigkeit, jetzt durch Präsenz zu glänzen, was ja oft gerade für Frauen, die Kinder haben, schwierig ist. Man muss der Letzte sein, abends, der das Büro verlässt. All das ist jetzt weniger ein Thema. Das kann also eine Chance sein. Aber ist natürlich keine Chance, wenn man gleichzeitig Kinder zu betreuen hat. Wir haben bisher gesehen, dass Deutschland im Bereich Homeoffice weit unter dem Potenzial gelegen hat. Und da könnte man sagen, naja, das könnte ein bisschen was mit der Wirtschaftsstruktur zu tun haben. Aber wir haben uns tatsächlich die Zahlen angeschaut. Selbst wenn man für die Wirtschaftsstruktur kontrolliert, war Deutschland bisher gerade im europäischen Vergleich weit unter seinem Potenzial zurück.
Das hat sich jetzt in der Krise verändert. Viele Chefs haben jetzt zum ersten Mal dann doch ihre Abneigung gegen das Entlassen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die unkontrollierte Sphäre des Homeoffice, konnten sich damit jetzt abfinden. Aber es ist natürlich auch nicht klar, ob das in Zukunft dann sich weiter fortsetzen wird. Das ist also ein Bereich, wo es vielleicht eine bestimmte Chance für Frauen gibt. Das wird sich zeigen. Ein anderer Bereich, wo jetzt Digitalisierung natürlich etwas macht mit unserer Struktur, das ist der Einzelhandel. Und jetzt haben wir gerade eben wieder festgestellt, im Einzelhandel sind bisher besonders viele Frauen beschäftigt. Vielleicht wird der stationäre Einzelhandel eben in Zukunft immer mehr von Onlinehandel ersetzt. Aktuell profitieren wir davon, dass wir das überhaupt können, aber für die Unternehmen ist das möglicherweise ein Problem, beziehungsweise für die Beschäftigten, das sind dann wieder Frauen. Gleichzeitig haben wir eben viele Gründerinnen im Einzelhandel und vielleicht sind die Boutique-Geschäfte ja genau dann in Zukunft die Geschäfte, die noch überleben, wenn die großen Ketten dann vielleicht verschwinden. Ein dritter Aspekt, automatisierbare Arbeit, die wir jetzt durch die Digitalisierung immer stärker erleben werden. Sind das nun Arbeitstätigkeiten, die vor allem von Frauen ausgeübt werden und möglicherweise dann verschwinden? Hier denken wir an Tätigkeiten, gerade so im mittleren Bereich, eben gar nicht die ganz hochqualifizierten, aber auch gar nicht die ganz niedrig qualifizierten Tätigkeiten. Wiederum Tätigkeiten, wo wir viele Frauen sehen, die möglicherweise dann verschwinden werden. Gleichzeitig personalisierte Dienstleistungen werden nicht verschwinden. Wir werden natürlich weiterhin viele Beschäftigte brauchen im Bereich Pflege, alles, was mit personalisiertem Arbeiten zu tun hat. Das sind jetzt aber wiederum auch nicht die Tätigkeiten, wo man besonders viel Geld verdient. Das muss man auch sagen. Und an der Stelle dann wieder die Frage, welche Chancen ergeben sich für Frauen in Zukunft eben auch tatsächlich gutes Geld zu verdienen, damit sie sich selber ihren Lebensunterhalt gut verdienen können. Gerade in dem Maße, in dem jetzt diese Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt, wird es darum gehen, dass in diesen Tätigkeiten, die für Digitalisierung notwendig sind, tatsächlich eben dann auch mehr Frauen zu finden sind. Denn das sind die Tätigkeiten, die in Zukunft auch gutes Geld, wo man in Zukunft gutes Geld verdienen kann. Und jetzt gibt es immer die Vorstellung, das sind Themen, für die sich Frauen nicht so sehr interessieren. Und wir haben das eben auch bei den Gründungen gesehen. Das ist, würde ich sagen, ein Stereotyp. Aktuell stellen wir tatsächlich fest, wir sehen nicht so viele Frauen, die programmieren, die solche informatikgetriebenen Startups vorantreiben. Aber an der Stelle muss man sich ganz klar machen, das ist ein Stereotyp, das sich ändern lässt. Und das ist eigentlich auch gar nicht so alt ist. Das ist vielleicht für uns sogar ein relativ neues Stereotyp. Gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück und schauen wir uns an, was war eigentlich die Sache, als Computer erfunden worden sind. Damals waren es die Frauen, die als Programmierer tätig waren. Warum? Weil die Männer sich damals eigentlich lieber mit der Hardware beschäftigt haben. Das heißt, das, was für langweilig gesehen wurde, zu programmieren, das hat man eher den Frauen überlassen. Und das hat sich tatsächlich erst dann verändert, als klar wurde, dass Programmieren eigentlich genau die interessante Tätigkeit ist, nämlich die es erlaubt, die gleiche Hardware für unterschiedliche Funktionen einzusetzen. Wir haben also zu Beginn bei der Erfindung des Computers mehr oder weniger eine Maschine für eine Tätigkeit erfunden hat man durch das Programmieren dann ermöglicht, unterschiedliche Tätigkeiten mit einer derselben Maschine durchzuführen. Und was man an der Stelle auch festgestellt hat, ist, dass vielleicht die Frauen da besonders gut geeignet sind, um auf Bedürfnisse wie beispielsweise Benutzerfreundlichkeit zu achten. Grace Hopper ist so ein sehr schönes Beispiel. Sie hat in den 40er Jahren als Pionierin gepusht, dass man Programmiersprachen so gestaltet, dass sie wirklich benutzerfreundlich sind, also überhaupt Programmiersprachen erfindet. Vorher hat man mit 0 und 1 programmiert und sie hat sehr stark vorangetrieben, dass man COBOL erfunden hat. Übrigens etwas, was heute noch verwendet wird. Gerade jetzt bei der Arbeitslosenversicherung wird momentan COBOL weiterhin eingesetzt und in den USA werden händeringend Leute gesucht, die noch in COBOL programmieren können, um mit all den Arbeitslosen umzugehen, die es aktuell gibt. Das zeigt also, wir haben aktuell ein Stereotyp, aber das ist nicht unabänderlich. Wir müssen aber dafür sorgen, dass unsere Mädchen in Zukunft fit gemacht werden, damit sie sich tatsächlich verstärkt für diese Themen interessieren und dann eben auch für den zukünftigen Arbeitsmarkt
nach der Krise oder durch die Krise jetzt auch befördert, entsprechend gute Chancen haben. Und über das, wie man das erreichen kann, können wir dann gerne in der Diskussion später weiteren darauf eingehen. Ja, vielen Dank für diese Runde. Ich warte mal ganz kurz, ob konkrete Fragen kommen. Ich stelle mal noch eine gerade, um Ihnen Zeit zu geben, Ihre Frage zu formulieren, wenn Sie eine haben. Sie haben jetzt mehrfach vom Stereotyp gesprochen, Frau Professorin Schnitzer, dass die Frauen eben eher nicht in den technischen Berufen und eher nicht in den Softwareberufen tätig sind. Ist das eigentlich nicht eine Entwicklung? Ich habe die Zahlen jetzt auch nicht da, aber ich hatte so irgendwie Zahlen gesehen, dass sich das schon langsam aufbricht, dass man gerade auch in den technischen Berufen, ja an den Universitäten, deutlich höhere Frauenquoten hat als früher, mit der Folge auch, dass zwar immer noch wenige, aber doch mehr Frauen auch unter Gründerinnen von Industrie-Startups sind und so weiter. Also hat sich da vor Corona schon was verschoben oder ist das wirklich noch ganz betoniert in der alten Welt? Also sicherlich ändert sich das allmählich, aber trotzdem muss man immer sehen, wo es möglicherweise auch wieder Gefahren gibt, dass sich das auch wieder umdreht. Also interessanterweise war gerade kürzlich zu lesen, dass Portal oder Hilfsmittel, die Bewerber erstmal aussortieren sollen, wenn man die Unterlagen anschaut, die da schon mal eine gewisse Vorauswahl treffen sollen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, dass die beispielsweise auf Dinge achten, wie in welchen Computerclubs ist man denn so unterwegs. Und interessanterweise kamen dann eben einige als besonders signifikant in ihrer Prognosefähigkeit heraus, die, auf denen sich besonders viele Männer tummeln. Es mag zwar richtig sein, dass wer sich da tummelt, auch gerne und gut programmiert, aber dass Frauen sich dort nicht tummeln, hat wenig damit zu tun, ob sie nicht gut programmieren, sondern eher damit zu tun, ob die Themen sie ansprechen, ob das Umfeld sie anspricht. Mhm. Und an der Stelle haben wir jetzt wieder das Problem, wenn wir hier sowas wie künstliche Intelligenz einsetzen, dass wir vielleicht in Zukunft gerade die wieder aussortieren. Also da muss man sehr aufpassen. Noch eine sozusagen verwandte Frage dazu. Stichwort einer Teilnehmerin, dass sie sagt, sie hat Berichte gesehen, dass gerade im Moment, wenn ich es richtig verstehe, in Corona-Zeiten Frauen aus betroffenen Frauenberufen umschulen auf IT, Technik und so weiter. Ist das ein Trend, den Sie beobachten können? Das wäre ja dann vielleicht eine Chance, eine durch Corona, durch die Pandemie getriebene Chance. Wenn das so ist, freue ich mich, aber ich habe darüber noch keine Zahlen. Das kann ich nicht sagen. Gut. Und dann machen wir vielleicht noch eine Frage, die schon fast in die Diskussion geht, aber weil sie so schön an Frau Schnitzer und Frau Tertelt zusammengerichtet ist, sind Sie der Meinung, dass Kita- und Schulschließungen mittel- und langfristig negative Auswirkungen auf die Arbeitsnachfrage nach weiblichen Arbeitern, Arbeitnehmerinnen haben? Vielleicht mögen Sie beide da mal kurz drauf reagieren, also sozusagen die mittel- und langfristigen Auswirkungen dieser Kita- und Schulschließungen, die wir jetzt gesehen haben. Ich kann ja mal anfangen. Mhm. Also ich denke mal schon, zumindest zum bestimmten Grad. In dem Sinne, Frauen haben sich einfach geoutet als die, oder Mütter, muss man sagen, nicht alle Frauen, aber die Mütter, als die etwas unzuverlässigeren Arbeitnehmer, weil die dann eben sich um die Kinder mehr gekümmert haben. Und aus Arbeitgebersicht ist das natürlich dann nicht so toll, wenn jemand jetzt eben nicht zum Meeting kommen kann oder der Bericht wird nicht fertig oder irgendwas ist eben nicht fertig, weil die Kinder da waren. Dann am nächsten Mal stelle ich vielleicht dann doch lieber wieder einen Mann ein. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein. Mhm. Frau Schnitzer? Es hängt tatsächlich sehr davon ab, in welchen Berufen die Frauen tätig sind, ob man das überhaupt gut machen kann, dass sie eben im Homeoffice arbeiten und wie sie es dann genau aufteilen. Aber ich sehe durchaus eine Gefahr, so wie sie Frau Tertelt geschildert hat. Mhm. Ist schon fast die Überleitung dann damit zu unserer dritten Rednerin in der Runde. Janina Kubel ist ja angekündigt worden. Siemens-Vorständin vor einigen Jahren und für einige Jahre. Ich glaube sogar auch hier eine Spitzenkarriere. Ich glaube, Sie waren die jüngste Frau im Vorstand von Siemens, als Sie dort reingekommen sind, als Arbeitsdirektorin verantwortlich für 350.000, 370.000 Mitarbeiter. Das heißt, Sie haben ja jahrelang hautnah erlebt, wie Frauen Förderung und Frauenpositionierung jedenfalls in einem Industrieunternehmen wie Siemens
stattgefunden hat. Ich gebe Ihnen das Wort für Ihre möglicherweise praxisbezogenen Anmerkungen. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Beise. Also viel ist schon gesagt worden. Das ist immer der Vor- oder der Nachteil, wenn man als Letztes spricht, so aber ausgesucht. Ich möchte vielleicht einfach noch mal ein paar Zahlen sagen. Wenn Sie grundsätzlich, und Frau Professor Tertill hat das ganz am Anfang eben auch aufgezeigt, wo Frauen arbeiten, dann sind es nicht nur die Jobs, die teilweise überproportional betroffen wurden oder betroffen waren von Entlassungen oder von Kurzarbeitergeld, wie zum Beispiel im Einzelhandel, sondern darüber hinaus sind das auch vorher genau die Jobs gewesen, in denen man auch weniger verdient, wie zum Beispiel in technischen Berufen. Also das heißt, selbst in der Pflege hatten wir in den Sommermonaten einige Institutionen, Krankenhäuser, in denen Kurzarbeit angesagt war. Und wenn Sie sich eben vorstellen, dass Kurzarbeiteraufstockung üblicherweise zu einem Gehalt von fast 100% nur in den großen Industrienationen vorherrscht, aber definitiv nicht in den kleineren Beschäftigten und sie ohnehin ein kleineres Puffer haben, dann gab es da nochmal eine doppelte Wirkung. Einfach nochmal ergänzen. Schön zu sehen war, dass meine beiden Mitrednerinnen gar nicht über ihre eigene Spezies gesprochen haben, nämlich den Wissenschaftlerinnen und den akademischen Mitarbeiterinnen. So bildlich wie auf dem Bild der New York Times zu sehen, können Sie sich vorstellen, wie einfach oder schwierig das ist, an Papern, an Papieren zu arbeiten, die übrigens notwendig sind, wenn Sie akademisch in irgendeiner Weise fortkommen wollen. Und vielleicht für diejenigen, die sich nicht so gut wissen, wenn Sie denken, dass in der deutschen Wirtschaft Frauen noch nicht wirklich stark repräsentiert sind, dann kann ich Ihnen sagen, dass die beiden Damen, die Sie jetzt hier auch noch im Bild sehen, eine Ausnahme in der Wissenschaft sind, denn da sieht es noch deutlich weniger aus in der Repräsentanz von Frauen. Bedeutet aber, dass in diesem Corona-Jahr die Wissenschaftlerinnen, die zu Hause eben gleichzeitig auch Kinder betreut haben, noch weniger Möglichkeiten hatten, tatsächlich Papiere und Paper zu erstellen, die notwendig sind, damit sie akademisch weiterkommen. Weil ich glaube, das kann man sich vorstellen, dass man nicht konzentriert arbeiten kann, wenn sie nebenbei andere Sachen machen müssen. Ich möchte noch mal ganz kurz das Care Gap betrachten, weil ich glaube, Frau Professor Tertill, Sie haben das auch gesagt, dass das überproportional mehr Frauen betrifft, überall auf der Welt, als Männer. Wir müssen aber Care-Arbeit auch nochmal in zwei unterschiedliche Blocks betrachten. Das eine ist die Care-Arbeit an Dingen, nennen Sie es mal so, das Einkaufen, das Putzen, also oder wenn Sie einen Garten haben, das Rasenmähen. Da sind Sie aber nicht so sehr kognitiv und mental belastet. Und das andere ist die Care-Arbeit an Menschen. Und wenn in den meisten Familien ein Split vorherrscht, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass die Care-Arbeit an den Dingen Männer machen, die Care-Arbeit an den Menschen Frauen machen, das heißt Kinder, Erziehung, Nachbarschaftshilfe, Pflege, bedürftige Eltern. Und natürlich gibt es immer mal wieder Männer, die mir auch schreiben und sagen, bei uns hat sich das umgekehrt, das Beispiel hatten wir auch, aber das ist immer noch die Norm. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Jahr, solange uns die Pandemie jetzt auch schon vorkommt und wir sie auch schon führen, ein Jahr reicht nicht für eine signifikante Verhaltensänderung, wenn ansonsten nicht andere Dinge auch noch strukturell verändert werden können. Und dass in Deutschland das Care Gap so groß ist zwischen Männern und Frauen, wie es ist, liegt auch daran, dass unsere Infrastruktur drumherum, also Schulen und Kitas und deren Öffnungszeiten, wenn sie denn dann aufhaben, grundsätzlich nicht so sind, dass es leicht ist, dass zwei Menschen in einer Beziehung oder in einer Familie vollbeschäftigt arbeiten. Ehegattensplitting nochmal angefügt, das ist immer noch so und das haben wir jetzt auch natürlich ganz klar gemerkt, auch zum Beispiel beim Bezug der Kurzarbeitergelder. Wenn Sie weniger Netto haben, haben Sie auch weniger Kurzarbeitergeld. Das sind alles Faktoren, die seit Jahrzehnten eine strukturelle Benachteiligung in Deutschland sind und die wir genauso angehen müssten. Und zum anderen auch die Verteilung der Elterngeldmonate, die selbst bei Einführung und auch in keiner Reform angedacht wurden, dass sie paritätischer verteilt werden, sodass das, was jetzt viele Familien erlebt haben, dass auch, wie Frau Professor Tertill sagte, Männer oder Väter mehr zu Hause waren und Dinge übernommen haben, dass das zu einer Norm wird, die dann auch tatsächlich zu veränderten Rollenvorbildern und zu veränderten Wahrnehmungen auch in der Gesellschaft studieren. Also das sind, glaube ich, einfach nochmal Themen, die wir sagen würden. Ich bin etwas skeptischer, auch bei der Frage, wie hilfreich die Flexibilität ist für weitere Karriere von Frauen. Natürlich ist es, und Herr Beise, Sie hatten es schon angesprochen, ich habe selber Kinder und als sie jünger waren, ist es natürlich immer eine Balance. Wie wollen Sie beides miteinander vereinbaren? Und Flexibilität ist etwas, was ich immer stark promotet habe und auch absolut sehe. Fakt ist aber,
wenn es so ist, dass Frauen überproportional viel zu Hause bleiben und sie erinnern sich an die Monate, in denen wir im Sommer Hybrid-Meetings hatten. Also das heißt, man konnte wieder teilweise an die Arbeitsstätten zurückgehen. Wer kam eher zurück? Es waren die Männer. Ich habe aber natürlich auch, das glaube ich, das können wir irgendwie mal faktisch so sagen, wo können Sie, wenn Sie zum Beispiel in kleineren Unternehmen arbeiten, wo Sie mit dem Abstand halten, trotzdem noch ins Büro können? Sie erinnern sich vor wenigen Wochen die Debatten, nicht nur die Schulen schließen, sondern auch tatsächlich die Büros schließen. Da ist es natürlich viel, viel einfacher, auch in Ruhe irgendwo hinzugehen, um zu arbeiten, als dass Sie zu Hause, alle zu Hause haben mit all dem, was dann eben dazukommt. Das heißt, wenn die Sichtbarkeit von Frauen durch mehr Flexibilität und sprich durch mehr Homeoffice noch geringer wird, werden auch die Karrierechancen noch geringer. Weil wer nicht da ist, wer nicht sichtbar ist, ist auch nicht präsent und wird auch keine Karriere machen. Ich sage das jetzt so überspitzt nicht, weil das meine Meinung ist, sondern dass es einfach eine Beschreibung ist. Und übrigens mit anwesend sein heißt es jetzt nicht bis spät abends, sondern heißt grundsätzlich in Meetings zum Beispiel diskutieren. Und ich glaube, viele haben wir das durchgemacht. Wenn alle zugeschaltet sind, so wie heute, dann ist es eine Geschichte. Wenn aber einige im Raum sitzen und andere zugewählt sind, kommen immer diejenigen weniger zu Wort, die zugewählt sind. Also das sind einfach auch Formen, die so ein bisschen zwischendurch liefen, aber noch nicht angestanden sind. Ein Thema, was ich noch erwähnen möchte, weil wir darüber nicht diskutiert haben, hat jetzt vielleicht nicht so direkt was mit Karriere zu tun, aber dennoch eine große Auswirkung ist, wir haben überhaupt noch keine Zahlen darüber, wie sich die psychosoziale Belastung für Frauen und für Männer und für Kinder in dieser Krise auch gestalten wird. Und es gibt sehr viele, die vermuten, dass zum Beispiel auch das Thema der häuslichen Gewalt, insbesondere für Frauen und für Kinder, stark angestiegen ist. Ich denke, die Zahlen werden wir frühestens Ende dieses Jahres zum ersten Mal erheben können. Und auch das hat Auswirkungen auf die Frage dessen, wie werden wir arbeiten und welche Auswirkungen hat es auch für die Beschäftigung von Frauen. Vielleicht mein Fazit, was ich mir wünschen würde und was wir hier nicht diskutieren in Deutschland und übrigens in ganz, ganz wenigen Ländern. Wir haben in der Corona-Zeit ganz klar alle strukturellen Probleme erkannt, die wir gesellschaftlich, aber auch in den unterschiedlichen Arbeitsformen haben. Wir haben erkannt, was wir ändern müssten. Und dennoch ist die Diskussion über Maßnahmen, sei sie über Pakete der Bundesregierung dafür, wer jetzt subventioniert wird oder finanziert wird oder Überbrückungsgelder bekommt, sei es aber auch strukturelle Reformen in den Unternehmen oder in den Betrieben. Wir diskutieren über den Status quo und über kurzfristige Lösungen, aber nicht über mittelfristige Umschichtungen, zum Beispiel von Budgets, um Ungleichheiten struktureller Art auszumerzen. Also das heißt, die Frage dessen, wie zum Beispiel sieht ein Gender-Budgeting aus, damit Dinge passieren würden. Auch die Frage, was bräuchten wir denn für Investitionen in der Schule? Der OECD-Studien haben das schon lange gezeigt, ist keine Debatte. Es geht lediglich immer nur um Schließung und um die Frage, gibt es den digitalen Zugang, dass das dramatisch schlecht läuft, ist, glaube ich, auch ganz klar. Wir haben auch keine Diskussion, wie sie zum Beispiel in Frankreich stattfindet, wo sehr, sehr viele eben auch doppelt arbeiten, also sprich beide Elternteile in der Familie beschäftigt sind, dass für den Preis, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben können, andere Lockerungen später stattfinden. Also das heißt, wir haben nach einem Jahr Pandemie und nach einem Jahr Auswirkungen, was meine Mitnehmerinnen schon besprochen haben, sind wir nicht an dem Punkt, dass wir sagen könnten, wir könnten das Infektionsgeschehen niedrig halten, wenn andere Dinge geschlossen bleiben, damit Schulen und Kitas, sprich die Generation, die all das zahlen wird, die Generation, die die Bildung braucht und überhaupt die Belastung der Frauen, die überproportional stark war, dass sie sich verändert. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass wir eine Debatte viel, viel stärker darin kommen, was ziehen wir aus den Lehren und nicht, was ist die kurzfristige Haltung, sondern was müssen wir mittel- und langfristig machen, dass sich das auch nachhaltig verändert. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Frau Kugel. Jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Thema. Wir haben jetzt wahnsinnig viel auf dem Tisch liegen und ich versuche mal, eine ganz kleine Struktur zu schaffen für die Dreiviertelstunde, die wir jetzt haben. Vielleicht kann man es ein bisschen so trennen, dass wir in einem ersten, aber wirklich kürzeren Teil nochmal auf die sozusagen die Bestandsaufnahme angucken, wenn da noch Nachfragen, Kommentare sind, wenn Sie möglicherweise auch untereinander Gesprächsbedarf haben, weil Sie jetzt ja alle hintereinander weg sprechen mussten. Also wenn ich daran erinnere, wie Frau Professorin Tertelt angefangen hat, sie hat ja gesagt, also zum einen haben wir natürlich die Situation, dass jetzt in der Pandemie, wir reden ja über die Pandemie und welche Auswirkungen die Pandemie hat auf unser Thema,
natürlich jetzt die typischen Frauenberufe, anders als bei normalen Krisen betroffen sind. Das ist ja, glaube ich, unbestritten. Die andere Frage ist, verändert sich die Kultur? Stimmt das, wenn man sagt, mehr Homeoffice heißt mehr Flexibilität und hilft den Frauen oder gerade nicht? Also wenn wir sozusagen diese Bestandsaufnahme noch mal kurz ansprechen und dann natürlich als Hauptpunkt, was kann man tun? Was können Unternehmen tun? Was soll der Staat tun? Das hat der Frau Kugel gerade angesprochen, die hat ein paar konkrete Vorschläge gemacht und dass wir so nach vorne gucken. Ich versuche es mal so. Ich gucke mal, ob jemand oder ich frage erst mal in die Runde der Referentinnen, wollen Sie noch sich austauschen zu dem Thema, wo stehen wir jetzt in der Pandemie mit der Frage, was wird aus der Gleichberechtigung von Frauen im Arbeitsleben? Oder auch Herr Professor Fuß natürlich auch, darf auch was sagen, wenn er will. Also ich könnte vielleicht noch mal kurz zur Bestandsaufnahme, weil es kam ja im Chat hier einige Fragen auch nach anderen Ländern. Also wir haben uns oder wir versuchen uns das gerade im Ländervergleich anzugucken. Man sieht deutliche Unterschiede, das muss man schon klar sagen. USA ist der Gender Gap besonders groß, Deutschland ist er auch, aber vielleicht nicht so stark ausgeprägt. In Spanien sehen wir auch einen großen Gender Gap in den Verlusten, in den Arbeitsstundenverlusten. In England zum Beispiel nicht. Also das ist sehr interessant. Aber in England, wenn man sich dann speziell wieder anguckt, die Eltern von schulpflichtigen Kindern, da sieht man dann schon wieder große Geschlechterunterschiede. Also es ist nuanciert. Insofern denke ich mal, das deutet auch darauf hin, dass sozusagen die Maßnahmen, vielleicht auch die Stärke der Schulschließung oder andere, eben gab es jetzt Kurzarbeit oder nicht oder noch andere Effekte aus der Politik oder eben auch schon die Struktur der Arbeit, die war ja schon auch unterschiedlich. Arbeiten Mütter zum Beispiel größtenteils halbtags oder noch weniger. Dann sieht man natürlich nicht so große Effekte wahrscheinlich. Also dass diese Länderunterschiede schon eine große Rolle spielen. Gerne direkt. Ja, sonst vielleicht auch noch kurz kommentieren. Ich fand einen Punkt von Frau Kugel eben auch ganz wichtig zu sagen. Wir sollten uns anschauen, wo sind denn wirklich unsere Schwächen und gehen wir die wirklich an? Und ein Bereich, der ja schon vor der Krise nicht optimal aufgestellt war, das ist eben der Bildungsbereich. Und der hat nun jetzt gerade in der Krise nochmal ganz besonders deutlich gemacht, dass wir da nicht gut aufgestellt sind. Nicht nur, dass wir für die digitale Bildung nicht vorbereitet waren, sondern wir sind ja auch in normalen Zeiten nicht so aufgestellt, dass sich das gut mit Arbeiten verbinden lässt. Das ist eben genau unser Konzept, dass wir Halbtagsschulen haben und eigentlich das ganze Bildungskonzept schon sehr stark auch darauf aufbaut oder abstellt, dass am Nachmittag es in irgendeiner Form Unterstützung zu Hause gibt bei den Hausaufgaben. All das, was die Eltern jetzt machen müssen in der Krise, das machen sie ja normalerweise auch, nur eben am halben Tag. Und das ist ein Bereich, der für meine Begriffe völlig unterfinanziert ist, wo es aber auch massive ideologische Grabenkämpfe gibt. Ich kann mich erinnern, dass wir mit der Expertenkommission Forschung und Innovation vor einigen Jahren schon darauf hingewiesen haben, man muss die digitale Bildung in den Schulen stärken und wir massiven Gegenwind bekommen haben. Es hieß, das würden die Eltern nie haben wollen und die Lehrer wollen es auch nicht haben. Und hätten wir das damals schon deutlich vorangetrieben, wären wir momentan besser aufgestellt. Hätten wir mehr Flexibilität, jetzt auch die Kinder in anderen Gruppen zu organisieren, vielleicht die Busse mal versetzt fahren zu lassen, auch nachmittags wirklich aufzumachen, all das hätte uns jetzt in der Krise sehr geholfen. Und das wäre jetzt ein Bereich, den wir ganz unbedingt in der Zukunft stärker fördern müssen. Und warum ist das, sind Sie sozusagen mit diesen Vorschlägen bei der Politik auf taube Ohren gestoßen? Weil eigentlich noch das traditionelle Familienbild im Vordergrund der Entscheider stand, oder? Also es waren gar nicht so sehr die Politiker, die gesagt haben, das geht nicht oder dass dann wir sind dagegen, sondern die haben gesagt, unsere Eltern, unsere Lehrerverbände, die wehren sich dagegen. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei den Lehrerverbänden vielleicht, weil das heißt massive Fortbildung. Die müssen sich jetzt in diesen Bereichen selber weiterbilden. Und das hängt jetzt auch von der Altersstruktur ab, wie gut das funktioniert bei den Eltern. Weil die dann sagen, ja, die Kinder sollen erstmal lesen und schreiben lernen und nicht unbedingt ihre Zeit am Computer verdatteln. Aber dass das natürlich sich gar nicht gegenseitig ausschließt, dass man das eine produktiv machen kann und trotzdem auch das andere lernen kann. Das würde man jetzt hoffentlich dann sehen, wenn es gut läuft. Aber das ist doch massiv bekämpft worden. Passt vielleicht. Kann ich aber da noch mal dazu?
dazufügen, ja, dass das traditionelle Rollenbild, von dem wir immer so sprechen, weil das wissen nur sehr, sehr wenige, das ist noch gar nicht so alt. Das ist im Grunde, wenn Sie jetzt mal 100 Jahre zurückgehen, in der Weimarer Republik gab es noch ein komplett anderes Rollenbild und Rollenverständnis zwischen Männern und Frauen. Das ist durch den Nationalsozialismus und insbesondere auch durch die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal verfestigt wurden. Also ich glaube, das kann man sich alle, daran können Sie sich viele erinnern, zumindest kann man sich vorstellen. Im Krieg haben natürlich die Frauen das Geschehen zu Hause am Laufen gehalten. Die meisten Männer waren ja weg. Und es gab viele Gesetze, die die Frauen aus ihren Jobs wieder rausgedrängt haben, als die Männer aus dem Krieg zurückkamen oder aus der Gefangenschaft zurückkamen und damit wieder in das traditionelle Rollenbild verschoben haben. Auch das Ehegattensplitting, was nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, hat ja übrigens nur was mit Ehe zu tun und nichts mit einem Familiensplitting, sind alles strukturelle Maßnahmen, die recht, also wenn Sie so möchten, historisch gar nicht so alt sind. Sind aber strukturell ganz viele Gründe, warum Deutschland in vielerlei Hinsicht in der Gendergerechtigkeit anderen Industrienationen hinten ansteht, weil es genau sozusagen diese Wiederholung, die erst 70 Jahre alt ist, gar nicht gab. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, so lange sind die Rollenbilder gar nicht da. Es gab auch mal andere, auch in Deutschland. Ja, und das Bizarre an der Situation, Frau Kugel, ist ja, dass man denken könnte, und viele von uns denken das ja, dass je mehr diese alte Generation ja schon längst abgetreten ist und auch die nächste, die vielleicht noch relativ konservativ war, abtritt und jetzt die Jungen kommen, desto mehr müsste sich das ja drehen. Und da habe ich aber bin ich fast ein bisschen desillusioniert durch das, was Sie drei gesagt haben, insbesondere auch die Zahlen von Frau Professorin Tertelt am Anfang. Wenn es so ist, dass zu Hause jetzt immer noch gerade bei kleinen Kindern, und das sind ja junge Eltern, eher die Frauen, die Arbeit machen und dann eben das Homeoffice auch gar nicht so zur Geltung kommen kann, wie es eigentlich zur Geltung kommen sollte, dann ändert sich ja gar nichts. Oder überinterpretiere ich da die Daten? Also ich möchte mir eine Lanze brechen, auch für viele, bei denen sich es ändert, aber unabhängig jetzt mal vom Alter. Ich glaube, es gab auch genügend, die Mitte 50 waren und sagten, jetzt habe ich mal die Chance und das war jetzt eigentlich auch mal ganz schön, das zu erleben. Aber statistisch ist es noch nicht signifikant. Also statistisch ist es zum Beispiel bei der Frage, wie viele Väter nehmen Elternmonate? Dann nimmt der größte Teil immer nur 2 Monate. Vor der Pandemie waren das die 2 Monate nochmal für einen netten Familienausflug, aber nicht in die regelmäßigen Einordnungen. Und ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich traurig ist, wenn Sie so wollen. Aber auf der anderen Seite gibt es bislang, außer vielleicht ein Umdenken im Kopf, auch keinerlei strukturelle Anreize, es wirklich zu verändern. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Es geht ja nicht nur um in den Köpfen die sozialen Normen, sondern es gibt einfach die finanziellen Anreize, insbesondere durch das Ehegattensplitting, und natürlich die fehlende Kinderbetreuung. Lohnt sich für die meisten Familien mit kleinen Kindern einfach nicht, dass beide arbeiten. Also ganz, wenn man wirklich nur finanziell das anschaut. Und dann lohnt sich es meistens, wenn sich dann die Frage stellt, wer bleibt denn mehr zu Hause? Dann wiederum ist es meistens so, die Männer sind ein bisschen älter, die sind schon ein paar Karriereschritte weiter, die verdienen dann mehr Geld und dann wiederum ist das einfach eine ganz logische finanzielle, ökonomische Entscheidung, dass dann eben die Frau zurücksteckt. Also es ist nicht nur in den Köpfen, es ist wirklich eine finanzielle Realität in Deutschland durch die Institutionen. Vielleicht noch ein anderer. Also, ja. Bitte, Monika. Drei Punkte noch dazu bringen. Das erste ist, ich kenne durchaus viele Männer, die sagen, ich würde Elternmonate nehmen. Die tun sich dann möglicherweise in ihrem eigenen Unternehmen schwer, das auch durchzusetzen, ohne als jetzt jemand rüberzukommen, der signalisiert, na, seine Karriere ist ihm ja jetzt gar nicht so besonders wichtig. Und ich habe von welchen gehört, die sagen, mir wurde schlichtweg gesagt, na ja, das geht gar nicht. Wir können auf dich hier jetzt nicht verzichten. Du kannst diese Elternzeit nicht nehmen. Das zweite ist, gerade dieses Elterngeld, so wie es eingeführt worden ist, hat doch tatsächlich dazu geführt, dass das jetzt so ein Focal Point ist, sagen wir. Also dieses eine Jahr Elterngeld, was man jetzt haben kann, führt dazu, dass jetzt alle denken, dieses eine Jahr, das muss man jetzt auch so nehmen. Das ganze, Struktur ist darauf eingestellt. Früher war das anders. Früher hat man nach 8 Wochen die Chance gehabt, wieder zu arbeiten oder man ist eben ausgestiegen und das war es dann eben auch. Das heißt, man hat... es war nicht klar, dass man auf jeden Fall ein Jahr draußen ist. Aber wenn jemand ein Jahr draußen ist, dann ist die Möglichkeit, wieder einzusteigen, vielleicht gar nicht mehr so gegeben, weil sich dann auch die Rollen
so eingespielt haben in der Beziehung. Und das Dritte, was ich an der Stelle noch ansprechen möchte, ist, dass wir schon auch sehen, dass es eine gewisse Retraditionalisierung auch in dem Sinne gibt, dass beispielsweise, wenn wir Spielzeug anschauen, diese Spielzeuge heutzutage viel stärker gegendert sind, als das früher noch der Fall war. Hätte man sich früher gar nicht leisten können, weil das Spielzeug musste von allen Kindern bespielt werden. Und es war nicht klar, dass die Bauklötze von Anfang an schon entweder rosa oder hellblau waren. Aber so sieht man das eben heute, dass das ganz stark schon in dieses gegenderte Spielzeug hineingeht. Und das macht natürlich auch was mit den Kindern. Ja, vielleicht noch ebenfalls ein Punkt zu den Strukturen. Und zwar haben wir ja gerade gesehen, teilweise in den Zahlen, die Frau Tertelt vorgestellt hat, aber auch in dem, was Frau Kugel sagte, dass Kinderbetreuung und Schulen entscheidend sind. Jetzt ist es ja so, dass wir in der Finanzpolitik derzeit so eine Art neues Modewort haben, und zwar Resilienz. Das bezieht sich unter anderem auf dieses viele Geld, das aus Europa jetzt kommt und verteilt wird. Das soll der Resilienz dienen. Meines Erachtens ist da ein zentrales Problem. Unsere Kinderbetreuungssysteme, unsere Schulen sind nicht resilient in dem Sinne, wenn irgendwas schief geht, dann funktioniert das nicht mehr. Also jeder, der Kinder hat, weiß, wenn das Kind krank ist, Kinder werden nun mal dauernd krank, dann können sie nicht mehr in den Kindergarten, ne? Oder was immer passiert, das bricht sehr leicht zusammen, das ist nicht resilient. Und wir sehen in der aktuellen Krise ebenfalls, die Systeme sind nicht resilient, denn die Kindertagesstätten brechen als erste zusammen. Also das ist vielleicht sicherlich meines Erachtens ein Punkt, in dem man wirklich mal Geld investieren sollte und könnte, dass das stärken würde. Ich hätte eine Frage an Frau Kugel, und zwar fand ich interessant, was Sie sagten zum Homeoffice. Ist ja vollkommen plausibel, ne? Wenn es ein Meeting gibt, dann kommt es schon darauf an, also wer ist physisch da und wer ist nur zugeschaltet. Jetzt ist es so, dass beispielsweise Nick Bloom, Ökonom aus Stanford, der ziemlich viel Forschung zum Homeoffice gemacht hat, der sagt, vielleicht haben Sie die Studie gesehen, künftig wird es viel mehr Homeoffice geben. Er sagt so, dass der Normalfall wird sein, 3 Tage im Homeoffice, 2 Tage präsent. Und er sagt auch, das wird nur die, in Anführungsstrichen, Elite machen. Das werden so die White-Collar-Arbeiter machen, die sich das so leisten können. Also mich würde einfach interessieren, wie schätzen Sie das ein? Also wenn ich jetzt Sie höre, wenn Sie sagen, das wird nicht so ganz klappen, weil wenn man Karriere machen will, muss man präsent sein. Also mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen würden, ob Sie sagen würden, das wird weniger Homeoffice oder das klappt, wenn Homeoffice der neue Standard ist? Also wenn es der neue Standard, diese Flexibilität wäre für alle, dann würde ich sagen, verändern sich auch Wahrnehmungen oder verändern sich auch Mechanismen. Ja? Also wenn Sie jetzt sagen würden, nicht, dass ich das vorschlage, wenn Sie sagen würden, man darf gar nicht so häufig ins Büro kommen, ja, also jetzt mal für die Wissensarbeiter, Arbeiterinnen, dann würde sich das auch verändern. Solange es aber freie Wahl ist, solange werden sich die Verhaltensmaßnahmen nicht unbedingt ändern und dann hätten Sie eher überproportional viele Männer im Vergleich zu Frauen. Ja, also jetzt mal als These. Und das ist genau der Punkt, von dem ich dann sage, wenn das dann auch noch eine Gender-Disbalanz gibt, dann würde sich das anders abzeigen. Sie dürfen aber eines, glaube ich, ist immer an der Stelle schwieriger mit den Daten aus den USA. Und vor allem, also ich habe sie nicht ganz gelesen, ich habe nur gesehen, dass, also habe sie angelesen, es kommt ja immer noch mal drauf an, die, ich glaube, Frau Schnitzer, Sie sagten das vorher, die Präsenzverliebtheit Deutschlands war ohnehin recht traditionell im Vergleich zu vielen anderen und insbesondere auch zu den Tech-Unternehmen, die ja sehr, sehr stark schon auch das ganze Frage der Flexibilität und Homeoffice gearbeitet haben, auch schon weit vor der Pandemie. Die Unternehmen in Deutschland, die das vorher auch schon gelebt hatten, hatten jetzt auch keine Umstellungsprobleme. Aber ich muss Ihnen sagen, Herr Fuß, mir ging es eher teilweise so, dass ich gefragt wurde, wie kriege ich denn meine Leute kontrolliert, wenn ich die gar nicht sehe? Und da war ich natürlich zutiefst schockiert, weil diejenigen, die mich vielleicht ein bisschen kennen, wissen, dass ich für flexible Arbeitszeiten und Homeoffice schon seit sicherlich einem Jahrzehnt irgendwie sehr, sehr stark werbe. Also das heißt, es wurden wahnsinnig viele Kontrollmechanismen überlegt und sowas angeschaut, wie Systemanmeldungen geschaltet, Cold Calls, also einfach mal anrufen, um zu schauen, sind die Leute denn tatsächlich da? Es wurde bei Sachbearbeitern gemessen, wie viele Anträge oder Calls die annehmen und dergleichen. Und das ist eben genau das, warum ich meinte, ich bin noch nicht so optimistisch, dass es tatsächlich ein Umdenken und eine Veränderung in der Verhaltensweise
tatsächlich gegeben hat und auch der Führungsstil sich angepasst hat, der ganz anders sein muss, wenn Sie viele Menschen haben, die virtuell zusammenarbeiten. Ja. Ich da mal noch nachfragen darf, ganz kurz, Frau Kugel, dann ist es aber die Aufgabe eines Personal, eines Arbeitsdirektors oder eines HR-Verantwortlichen in einem Unternehmen, auch in einem mittelständischen Unternehmen eigentlich, also erstens mal jetzt am Ende der Pandemie, diesen traditionellen Chefs klarzumachen, guck mal, es hat ja doch alles funktioniert und die Leute haben auch zu Hause gearbeitet, also bitte überdenke mal deine altertümlichen Ansichten und was die Konferenzen angeht. Ich meine, das ist doch offensichtlich, denke ich, dass man in Zukunft, wenn wieder mehr Leute in den Unternehmen sind, aber manche natürlich im Homeoffice, weil es wird ja mehr Homeoffice geben in Zukunft, dass man dann natürlich auch die Konferenzführung verändern muss, dass man dafür sorgen muss, dass nicht immer nur die, die live da sind, das Wort haben. Vertrauen Sie oder haben Sie da aus Ihrer Erfahrung, Sie sehen ja viele Unternehmen und haben immer viele Unternehmen gesehen, auch kleine Unternehmen, trauen Sie da der Wirtschaft in Anführungszeichen zu, dass sie da mal was gelernt hat jetzt in der Krise? Also ich glaube, einige schon, aber jetzt wirklich nicht durchgehend alle, weil die Aussage, die Sie getroffen haben, die Personaler oder die HRler müssen das richten, gilt nur insofern, dass sie sicherlich den Impuls geben sollten. Aber ich habe früher immer gesagt, die Personalverantwortlichen sind ja nur für ihre eigenen Mitarbeiter verantwortlich. Führung findet immer direkt im Team statt und das muss dann jeweils die jeweilige Führungskraft übernehmen. Also ich sehe Veränderungen. Ich muss Ihnen fast sagen, ich wünsche mir manchmal, dass es einfach auch einen gewissen Kostendruck gibt, dass man über, man muss das mal auch ganz klar so sagen, je weniger Bürofläche vorgehalten wird, desto weniger Kosten haben Sie natürlich auch in dem Real Estate. Da werden jetzt natürlich manche mich lynchen dafür, dass ich das sage. Aber wenn es dann auch so ist, dass man sagt, es ist jetzt tatsächlich auch ein finanzieller Zwang, dann wird sich diese Verhaltensänderung, glaube ich, auch schneller, wird schneller stattfinden. Aber viel, dass ich jetzt sagen würde, ich bin da jetzt entspannt und ab sofort wird es gut gehen, sprechen wir uns wieder in einem Jahr. Ich glaube, dass es nach diesem Schock, wo vielleicht alle mal wieder ins Büro wollen, damit man sich mal wieder sieht und überhaupt auch mal wieder anders diskutieren kann, das ist ja, glaube ich, auch ein großes menschliches Bedürfnis, glaube ich nicht, dass es dazu kommt, dass es einen wirklich großen Veränderung gibt und plötzlich 80% ein anderes Arbeitsverhalten haben. Okay. Würde mir wünschen, ich habe nicht recht. Wir werden sehen. So, wir sind jetzt ein bisschen in der Phase, wo wir nicht mehr so auf die Themen gucken, sondern einfach interessante Fragen. Das kann auch mal ein bisschen kreuz und quer gehen. Ich würde mal eine noch aufnehmen, vielleicht an Herrn Fuß, weil er vorhin ja über Staatsausgaben auch gesprochen hat und Finanzwissenschaftler ist. Jemand fragt, ob man nicht, wenn, also im Moment wird viel Geld ausgegeben für die Konsolidierung, also für die Corona-Bekämpfung, aber wenn dann irgendwann die Haushalte mal wieder konsolidiert werden, wird dann nicht vor allen Dingen die soziale Infrastruktur diejenige sein, für die weniger Geld zur Verfügung gestellt wird und damit auf unser Thema bezogen, der Ausbau der Ganztagsbetreuung gebremst werden und andere Maßnahmen zurückgefahren werden, die die Berufstätigkeit von Frauen ermöglicht haben? Was meinen Sie? Naja, ich würde sagen, das ist eine politische Entscheidung, soweit das Ganze staatlich finanziert ist. Abgesehen davon muss man ja auch nicht die gesamte Kinderbetreuung staatlich finanzieren. Also man kann sehr gut, wir werden ja teilweise auch Gebühren erhoben im Moment und das halte ich auch für richtig. Es ist aber abgesehen davon eine politische Entscheidung und ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Also wenn wir der Meinung sind, dass wir mehr Erwerbstätigkeit mit beiden Partnern in Familien haben wollen, dann brauchen wir eben die Kinderbetreuung und dann bezahlt sich das quasi von selbst. Also ich glaube, so Sparpolitik, die jetzt an der Kinderbetreuung spart, die ist arg self-defeating. Das ist wie, wenn man halt eine gute Investition nicht unternimmt, dann hat man ja hinterher nicht mehr Geld, sondern weniger Geld. Und so würde ich es auch hier sehen. Mhm. Weitere Fragen von Ihnen zum Beispiel? Die Rolle der kommunalen Finanzen muss für die soziale Infrastruktur berücksichtigt werden. Klar, die kommunalen Finanzen leiden natürlich jetzt massiv. Viele der Infrastrukturmaßnahmen kommen aus dem kommunalen Bereich. Ein Problem, vielleicht auch nochmal, Herr Fuß. Ja, auch da ist es halt so, dass die Kommunalfinanzen derzeit
beeinträchtigt sind, insbesondere durch die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer. Aber auch das kann man ändern. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. Also die Gewerbesteuer ist keine gute Kommunalsteuer. Unternehmenssteuern soll man auf zentraler Ebene erheben, weil die dann nicht so schwanken. Und dann funktioniert es auch besser mit den Entscheidungen der Kommunen. Ich glaube, dass es im Prinzip mal gut ist, dass wir auf kommunaler Ebene die Kinderbetreuung organisieren, aber finanziell ausstatten müssen wir es. Das ist wirklich eine politische Entscheidung. Und vielleicht darf ich nochmal den Einwand machen. Wir reden hier immer über Homeoffice. Das sind ja im Normalfall, also vor der Pandemie, nur ungefähr 20% der Beschäftigten in Deutschland, die grundsätzlich in Jobs sind, in denen das eigentlich üblicherweise auch möglich war. Vielleicht gibt es durch den Digitalisierungsschub, den Frau Professor Schmitz angesprochen hat, da ein bisschen mehr. Aber es gibt wahnsinnig viele, Sie kennen ja alle Diskussionen um die sogenannten systemrelevanten Jobs und auch die, die nicht diskutiert wurden, die können Sie nicht von zu Hause aus machen. Und insofern zu Ihrem Einwand, Herr Professor Fuß, will ich eben auch da nochmal sagen, wir müssen dafür sorgen, dass, sage ich jetzt mal, auch die Verteilung der Einkommen in der ganzen Bundesrepublik oder all den Beschäftigten natürlich nicht durch strukturelle Nachteile noch mal mehr begünstigt wird. Sie haben gesagt, Kinderbetreuung muss nicht von allen bezahlt werden. Ist richtig, ist ja heute zumindest in öffentlichen Kindergärten auch so, dass es gestaffelt ist, Einkommen der Eltern. Aber wir müssen eben darauf achten, dass wenn es nicht aus staatlicher Hand finanziert wird und man auf private Anbieter zurückgreifen muss, dass dann wiederum für eine ganz kleine Gruppe von Menschen überhaupt bezahlbar ist, die dann wiederum, sage ich jetzt mal, die Unterschiede in der Einkommensstatistik nochmal ganz klar zum Tragen bringt. Und insofern glaube ich, gibt es, was das Thema Kinderbetreuung angeht und Schulsysteme angeht, muss es eine staatliche Intervention geben, die nachhaltig ist und verlässlich ist. Und man darf nicht sich auf die privaten Themen verlassen. An mehrere der Teilnehmer, die naheliegende Frage, die wir noch gar nicht hatten, nach Frauenquoten thematisieren, will ich sagen, das machen wir. Ich würde nur noch einen Moment warten, vielleicht könnte das der letzte Komplex sein. Ich arbeite mal noch ein bisschen was ab. Zum Beispiel hat die Bemerkung von Frau Schnitzer mit dem gegenderten Spielzeug auch zu einer Reaktion geführt von Katharina Heisig vom IFO Dresden. Die sagt, das ist nun wirklich eines der ganz großen Probleme, die dazu führt, dass Geschlechterungleichheit sich nur extrem schleichend verändert. Und da muss unbedingt etwas in den Kitas geschehen, siehe Schweden, geschlechterneutrale Konzepte, Schulung der Erzieherinnen und so weiter. Sehen das die anderen Teilnehmer auch als ein zentrales Problem? Wer immer antworten möchte. Frau Kugel sieht so aus, als möchte sie etwas sagen. Ihre Augen blitzen so. Also ich würde sagen, grundsätzlich die Frage der Genderwahrnehmung, sei es durch Spielzeug, sei es durch Sprache, ja, es ist ein Thema. Also ich finde es immer sehr, sehr lustig. Ich würde gerne gendern können beim Sprechen. Sie merken, ich bin zu alt, ich kann es noch nicht. Ich kann es immerhin schreiben in der Zwischenzeit. Bei 30-Jährigen schaue ich immer voller Ehrfurcht dafür, dass das Sternchen sehr, sehr gut sprechen können und mitten im Redefluss. Wahrnehmung und Bilder verändern auch Wahrnehmungen und Entscheidungen bei Menschen. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir nachhaltig tun sollten. Solange die Debatte aber immer belächelt wird und wir wahnsinnig lange darüber diskutieren, ob wir ein Gender-Sternchen machen, das gemacht oder gesprochen zu haben, wäre deutlich schneller gewesen, glaube ich, sind das schon so Themen. Und das mit dem Spielzeug würde ich genauso sehen. Aber ich glaube, das geht jetzt eben durch unterschiedliche Phasen im Leben eigentlich auch durch. Aber ja, ich halte Gender-Wahrnehmungen für relevant. Jemand dazu von den anderen noch? Vielleicht kann ich an der Stelle gleich dazu sagen, man sieht hier ganz deutlich, wie sich die Zeiten ändern. Wenn man sich mal Vorlesungsunterlagen vor 20 Jahren anschaut, ich schaue mir meine eigene an und ich schaue mir meine heute an, dann merke ich da selbst, ich habe genau dieses Gendern inzwischen eingeführt und vor 20 Jahren ist es mir selber noch nicht aufgefallen. Man muss also wirklich erst selber merken, wie stark man doch in diesen Stereotypen selber drinnen ist. Und man kann ja weitergehen. Von der Jura war kürzlich so schön in der Zeitung zu lesen, dass eben da alle Fälle immer extrem stereotyp ausgestaltet sind.
Das bringt mich jetzt zu dem Punkt, warum ist es dann an manchen Stellen vielleicht doch wichtig, nicht nur, also warum ist so eine Quote dann vielleicht doch wichtig? Ich will jetzt gar nicht auf die Quote an sich an der Stelle schon eingehen. Aber was das deutlich macht, ist, das fällt einem erst auf, wenn man Menschen befragt, die davon selbst betroffen sind. Und heute würden Studentinnen sagen, ich finde mich in diesen Fällen nicht wieder, wo immer nur der Konsument mit dem Unternehmer irgendwie interagiert und da vielleicht ein Produkt kauft oder aber auch nicht. Während vor 20 Jahren, wie gesagt, sich dann noch keiner dazu gemeldet hat. Das heißt, das zeigt einfach, man braucht wirklich die Einbeziehung der Menschen, die betroffen sind, über die da gesprochen wird und die sich da nicht wiederfinden. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal zur Quote. Warum nicht? Es ist ja ein wichtiges Thema. Ich zitiere aus dem Chat Beate Burkhardt, die Sie alle fragen will, ob Sie Quoten für Frauen in Führungspositionen befürworten. Sie sagt auch selbst, was ja viele sagen, sie hat es eigentlich früher für fragwürdig gehalten, aber angesichts des großen Beharrungsvermögens der Männer, das dazu geführt hat, dass wir 2021 immer noch nicht da sind, wo wir eigentlich gerne sein wollten, wird einem nichts anderes übrig bleiben. Also gesetzliche Quote in Aufsichtsräten, in Vorständen, überall in Unternehmen. Sind Sie dafür? Frau Schnitzer ist noch groß zu sehen bei mir auf dem Bildschirm, deswegen fangen Sie einfach an und dann machen wir eine Runde. Ja, ich bin tatsächlich dafür, eben genau weil man sieht, dass sich von selbst nichts ändert. Ich könnte jetzt sagen, gut, als ich Professorin geworden bin, das ist jetzt bald 25 Jahre her, damals waren 2-3% der, damals nannte man das noch C4-Professoren, Frauen. Und ich war dann einer davon. Man hätte denken sollen, das ändert sich mit dem Lauf der Zeit. Heute sind wir bei 15% im Bereich VWL. Und ich würde mal sagen, das ist immer noch nicht besonders viel. Das heißt, wir sehen, es hat sich über diese lange Zeit viel zu wenig geändert. Und die Frage ist, woran liegt das? Und es liegt eben tatsächlich auch daran, dass wir es den Frauen nach wie vor zu schwer machen, voranzukommen. Und da kann tatsächlich eine Quote sehr helfen. Und ich erlebe das jetzt tatsächlich bei immer mehr Frauen, dass die selber, wenn sie lang genug dann im Unternehmen sind beispielsweise oder in der Wissenschaft sind, dass sie merken, von selbst passiert es nicht, braucht es eine Quote dafür. Okay, ich gebe mal den Stab weiter. Bertelt, gerne. Genau, also ich finde, die Quote ist schon ein etwas schwieriges und komplexes Thema. Auf der einen Seite natürlich brauchen wir Vorbilder und die kriegt man eben dann, also weibliche Vorbilder in Führungspositionen, und die kriegt man eben leichter durch eine Quote. Auf der anderen Seite kann das eben auch nach hinten losgehen, weil wir eben zu viele Quotenfrauen haben oder eben nicht ganz so qualifizierte Frauen dann in die Positionen heben oder dass zumindest die Männer so denken. Also das kann auch nach hinten losgehen. Von daher ist es meines Erachtens vor allen Dingen eine empirische Frage. Funktioniert es oder nicht? Und da gibt es mittlerweile doch schon viele wissenschaftliche Studien dazu. Es gab zum Beispiel Quoten in Berufungskommissionen. Es gibt Quoten für Politiker in Indien, aber auch für Bürgermeister in Spanien. Und da gibt es schon viele Studien zu. Und die zeigen leider, viele, die ich gesehen habe zumindest, dass es nicht wirklich hilft. Es kommt vielleicht auf den Kontext an. Also vielleicht funktioniert es wiederum in Aufsichtsräten, aber nicht für Bürgermeister, vielleicht je nach Kontext. Aber die Studien, die ich zumindest gesehen habe, funktionieren leider nicht ganz so gut, wie man es sich vielleicht erhoffen würde. Da will ich gleich widersprechen. Ja, gerne. Jetzt kommen wir doch auf eine wissenschaftliche Diskussion, das ist ja interessant. Genau, die Studie aus Indien ist das beste Beispiel dafür, warum Quoten funktionieren nämlich und was ändern, nämlich Stereotype ändern. Also der wichtigste Grund, ja, warum man immer sagt, na, da werden jetzt die Frauen dann befördert, die eben nicht so qualifiziert sind, ist, dass wir ja Qualität Stereotyp einschätzen und dass Frauen, das zeigen jetzt tatsächlich viele wissenschaftliche Studien, Stereotyp als schlechter eingeschätzt werden. Das sieht man bei den schönen Experimenten, wenn man einen Lebenslauf mal mit einem männlichen, mal mit einem weiblichen Vornamen versieht und das Personalchefs vorlegt, dann wird eben der mit dem weiblichen Vornamen, obwohl es exakt der gleiche Lebenslauf ist, als qualitativ schlechter eingeschätzt. Das heißt, es wirken hier Stereotypen. Wir haben das wunderbare Beispiel von Orchestermusikerinnen und Musiker. Es gab ja lange gar keine Orchestermusikerinnen, weil sie eben nicht eingestellt worden sind. Und erst als man damit angefangen hat, sie hinter einem Vorhang vorspielen zu lassen, hat man tatsächlich die ersten Musikerinnen in diesen Orchestern erlebt.
Also es wirkt ein starker Bias, ein starkes Stereotyp. Und deswegen jeder, der sagt, naja, wir würden gerne eine Frau einstellen, aber sie muss halt auch gut genug sein, der sieht nicht, dass er selber diese Qualität eben nicht tatsächlich richtig beurteilt. Und Quoten, das zeigt nun dieses sehr schöne Beispiel aus Indien, Quoten können helfen, dass dieses Stereotyp sich ändert. Man hat eben bei diesem Beispiel in Indien Quoten für Politikerinnen eingeführt und hat in der Dorfbevölkerung Umfragen gemacht, wie schätzt ihr denn Politikerinnen oder Politiker ein? Wieder gleiche Rede, aber unterschiedlich gesprochen, mal männlich, mal weiblich. Und während vor Einführung der Quote das Stereotyp war, na, die Frauen können es nicht, eine weibliche Rede, also die kann es nicht, war nach Erleben einer Quote und Erleben einer Frau in der Führungsposition dieses Stereotyp nicht mehr so vorhanden. Das ist für mich ein ganz wichtiges Argument, warum Quoten tatsächlich was bewirken können, weil sie eben auch an den Stereotypen etwas ändern können. Ich entlasse Frau, also Frau Tilt nochmal direkt darauf. Ja, ich würde da gerne doch direkt drauf antworten. Ja, also mit den Blind Auditions in einem Orchester sehe ich ganz klar, natürlich, es gibt Stereotype und dadurch durch diesen Vorhang konnte man das eben verhindern. Das hat aber nichts mit Quote zu tun. Es gab keine Quote, wir brauchen möglichst viele weibliche Orchestermitglieder. Nein, es erklärt die Stereotype. Das habe ich benutzt, um zu sagen, warum es Stereotype gibt. Aber ich wollte gerade noch zu den anderen zwei Studien was sagen. In den indischen Fällen zeigt das, dass Frauen und Männer, also Politiker, wirklich andere Entscheidungen getroffen haben. Also mehr, die Frauen sich mehr zum Beispiel um die Wasserversorgung gekümmert haben. Und das ist ja auch gut so. Insofern war es super spannende, interessante Forschung. Ist ja auch von einer Nobelpreisträgerin oder mittlerweile Nobelpreisträgerin. Das zeigt aber nicht unbedingt, dass die Quote hilft, diesen Frauen in den Führungspositionen. Und ich meine, vielleicht hat sich auch was geändert, aber es gibt... Sie zeigt, dass die Stereotype abgebaut werden. Dafür nur habe ich das als Beispiel gebracht. Genau. Die Frage ist aber, werden sie dann mehr wiedergewählt? Und da gibt es andere Studien, zum Beispiel eben aus dem spanischen Kontext, da gab es Quoten für Bürgermeister. Und dann ist die Frage, ob die wegen der Quote reingekommen sind, quasi sich dann so bewiesen haben, das war die Hoffnung, dass sie dann vielleicht auch später eher wiedergewählt werden. Und das hat sich zum Beispiel leider nicht bewahrheitet. Also vielleicht die Stereotype ändern sich vielleicht, aber es funktioniert nicht unbedingt in dem Sinn, dass es dann langfristig etwas verändert, dass man dann die Quote wieder abschafft und es werden dann trotzdem mehr Frauen gewählt. Also das meinte ich. Also in der indischen Studie war das schon so. Aber natürlich ist natürlich immer zu überlegen, was bedeutet das jetzt für die eine Frau, die jetzt als Erste reinkommt und macht sich da auch wirklich beliebt. Und das zeigen jetzt wiederum auch die Studien. Wenn ich eine Frau bin und als Erste, dann wird alles, was sozusagen an mir vielleicht negativ auffällt, auf die Frauen an sich übertragen. Dann heißt es, naja, die eine Frau ist vielleicht durchsetzungsfähig. Das heißt, sie ist zickig, also Frauen sind zickig. Und dann haben wir genau diese Diskussion, die dadurch ausgelöst wird. Aber vielleicht kann ich da einfach, ohne jetzt auf die Frage der Qualifikation, erstens Aussage, Qualität, kein Unternehmen, keine Organisation wird langfristig eine Person, die nicht qualifiziert ist, in dieser Funktion behalten, weil sie es sich einfach nicht leisten kann. Ja? Und das gilt für Männer und für Frauen und für queere Menschen genauso. Das muss man einfach nochmal sagen und ich glaube, es wäre ja merkwürdig, warum Mädchen und Frauen, die in der Schule noch extrem gut sind, dann plötzlich irgendwie an Qualität irgendwie überdurchschnittlich gegenüber Männern irgendwie einbüßen würden. Die zweite Tatsache ist, glaube ich, eine, und die können jeder von Ihnen kann sich das vorstellen. Entscheidungen über Personalien, und ich meine nicht nur die auf Vorständen grundsätzlich, werden nicht auf objektiv messbaren Kriterien getroffen. In dem Moment, in dem eine Person zum Bewerbungsgespräch in den Raum kommt, passiert etwas, das nennen manche Leute das Bauchgefühl, das läuft einfach auf der Bias-Ebene ab. Und damit werden Stereotypen, genau wie Monika Schnitzer das eben sagte, spielen eine Rolle. Und damit wird plötzlich jemand besser bewertet als jemand anderes. Und die gleichen Verhaltensweisen werden bei Männern und bei Frauen unterschiedlich konnotiert. Also genau das gleiche Verhalten, was ist bei einem Mann okay und bei einer Frau hysterisch oder bei einer Frau nicht zielstrebig genug und beim Mann genau powerful. Und ich sage einfach immer nur dazu eines, weil ich glaube, zu glauben, dass man dieses Bias nicht hätte, gebe ich immer allen eine Hausaufgabe, die dauert 10 bis 15 Minuten. Auf der Seite der Harvard Business School gibt es den sogenannten Implicit Association Test. Und Sie können das immer nach Kriterien machen, Mann, Frau oder auch Hautfarben. Also gibt es unterschiedliche Sektoren. Und ich werde Ihnen sagen, es gibt keinen Menschen, der nicht ein Bias hat, weil diese Wertvorurteile sind in unseren Köpfen drin und unser Hirn ist einfach nicht leistungsfähig genug.
Und das möchte ich einfach nochmal sagen, wenn es immer darum geht, dass es ja nicht genügend qualifizierte Personen gibt. Sie müssen sich eben gleichzeitig auch überlegen, was gilt denn tatsächlich als qualifiziert und welche Muster sind es oder welche Qualifizierungen sind es und wie können Sie es denn eben tatsächlich aufbrechen? Das ist ehrlich gesagt auch nahe an dieser Diskussion, dieser Homeoffice-Sache, Präsenz versus Leistung. Und ich glaube, das sind einfach nochmal Themen und noch ein Punkt, Monika Schnitzer, Sie haben es gerade gesagt, 30%, weil viele mich immer so fragen, woher kommt die? Erst wenn 30% Andersdenkende in einer Gruppe sind, verändert sich die Wahrnehmung der Gruppe. Also das heißt, auch zum Beispiel bei dem momentanen Gesetzesvorschlag, bei 4 Vorständen muss eine Frau dann benannt, besetzt werden. Das sind dann immer nur 25% und die reichen in der Soziologie nicht aus, um eine andere Meinung zu erwerben. Also da wird sich immer die Minorität an die Majorität anpassen. Und das, da geht nicht jetzt irgendwie nur um die Frage, sind es jetzt alles Männer oder sind es alles Frauen, sondern es geht einfach nur um die Frage andere Meinungen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann raus müssen aus der Frage, was hat es gezeigt, sondern einfach ein bisschen rein müssen in die Soziologie, die seit den 70er Jahren genau diese Beweise zum Thema Ähnlichkeit versus tatsächliche Qualifikation bei Auswahlprozessen betrachtet. Also damit habe ich, glaube ich, gesagt, aber es war, glaube ich, eh schon bekannt, dass ich natürlich zu den Unterstützerinnen der Quote gehöre. Und übrigens vielleicht noch mal eines, das habe ich heute bei einer Anhörung im Bundestag. Wenn es ein anderes strategisches Unternehmensziel gegeben hätte, was seit 20 Jahren ganz oben auf der Priorität der Aufsichtsräte und der Vorstände steht und es nicht eingehalten worden wäre, so wie Geschlechtergerechtigkeit, glaube ich, hätten wir sehr, sehr viel mehr Veränderungen in den Top-Positionen gesehen. Ja, also ich sage das jetzt mal so ein bisschen suffisant. Das ist eben etwas, dass man seine eigene Verhaltensweise und sein eigenes Umdenken umändern muss. Und dann wird nämlich, ich habe das mal zu einem ehemaligen Kollegen von mir gesagt, als wir darüber auch diskutiert haben, ich habe gesagt, wenn man sich kennt, dann wird man doch Mensch. Ja? Also dann schaue ich doch nicht die Monika Schnitzer an, weil ich die jetzt gerade sehe und denke mir die ganze Zeit, wenn ich mit ihr jeden Tag zusammenarbeite, Frau, Frau, Frau. Ja? Dann denke ich mir, das ist die Monika, das finde ich gut an ihr, das finde ich nicht schlecht an ihr, aber sie wird zum Menschen. Und wir sind immer nur Mann, Frau, quer oder weiß, gelb, grün, schwarz, solange wir nicht miteinander arbeiten. Und in dem Moment, in dem wir zusammenarbeiten, werden wir Menschen. Und ich glaube, das sollten wir immer noch mal bedenken, dass das, glaube ich, der relevante Faktor ist. Und dann geht es übrigens nicht nur für die Gender-Gerechtigkeit, sondern für alle anderen Diversity-Merkmale auch. Jetzt hofft Clemens Fuß die ganze Zeit, dass ich ihn vergessen habe, aber nein, ich frage ihn auch nach seiner Position zur Frauenquote. Nein, das habe ich gar nicht gehofft. Das Thema ist sehr wichtig. Ich würde es vielleicht so angehen, ich glaube, es gibt, ich kenne die Literatur nicht wirklich, aber mir sind doch einige Studien aufgefallen, die für mich sehr auch frappierend waren, zum Beispiel über das Verhalten von Männern und Frauen in Seminaren, also in unserer Disziplin zum Beispiel, in der VWL, das gibt es aber auch in anderen Disziplinen. Und da ist offenkundig, dass Stereotypen und eine ungeheure Wirkung haben. Also das hat mich selbst überrascht. Es hat ja so jeder seine Erfahrung. Ne? Und dass es Stereotypen gibt, dass Frauen teilweise merkwürdig behandelt werden, das weiß ja jeder sozusagen aus eigener Anschauung, wenn man sich jetzt in der Wissenschaft bewegt oder auch in Unternehmen bewegt. Aber mich hat doch überrascht, dass das doch durchschlagende Wirkung hat. Also sitzen in einer Berufungskommission nur Männer oder sind es Frauen? Bei Berufungskommissionen für Professuren, bei einfachen Seminarveranstaltungen ist das so, wenn es um die Vergabe von Preisen geht. Und das, was man da so liest, das entspricht ehrlich gesagt auch meiner Erfahrung. Nur ist es mir in der Tat früher nicht so aufgefallen. Aber seitdem es diese Forschung gibt, ist sozusagen achtet man mehr auf diese Dinge. Und als Ökonom fragt man ja häufig so, wenn man nicht eingreift, so das Laissez-faire-Gleichgewicht, ist das okay? Ne? Also setzt sich, wie Sie sozusagen Sie angedeutet haben, Frau Kugel, setzt sich dann doch irgendwann der Bessere durch? Ne? Und ich glaube, auf der Basis dessen, was man dort sieht an Evidenz, ist die Antwort eindeutig nein. Da setzt sich nicht der Bessere durch, sondern da setzt sich der Ähnliche durch. Und so weiter. Das sieht man übrigens auch, wenn man Menschen in Bewerbungsgesprächen oder für Stipendien auswählt und sich mal selbst darüber überprüft, wählt man eher Menschen aus, die so ähnlich sind wie man selbst oder hat das keinen Einfluss? Ne? Also wenn man das sich selbst überlässt, passiert nichts. Das ist, glaube ich, klar. Und dann ist der nächste Schritt so, wie kann man jetzt was ändern? Und da kann ich schon sehen, dass der Begriff Quote, es gibt ja auch Quotenmänner, zum Beispiel in der Medizin reden wir über Quotenmänner, weil
nicht genug Studenten in die Medizinstudiengänge es schaffen. Die Studentinnen sind da eben mittlerweile in der Mehrzahl. Also es gibt beides und das ist, wie Frau Tertel gerade sagte, dieser Begriff ist negativ besetzt. Also ich glaube, es ist auch eine Frage der Begrifflichkeiten. Wir brauchen Pläne für Diversität in den Organisationen, in denen wir arbeiten. Und das heißt de facto, dass man sagt, irgendwann besetzt man Stellen nicht mehr mit der anderen Seite. Ende. Na, das kann man, also insofern schon Quote, glaube ich, es gibt keinen anderen Weg. Die Frage ist, wie man es dann praktisch umsetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir anders wünschen. Aber ich sehe auch keinen anderen Weg als Quotenlösung, klar, über Zeit angepasst und mit Rücksicht auf alles Mögliche. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Und ich glaube, das kann man auch gut begründen mit rein ökonomischen Effizienzkriterien. Also klare Aussage, vielen Dank. Wir machen eine kurze Schlussrunde. Danach bekommt Professor Fuß nochmal das Wort für die eigentlichen Schlussbemerkungen. Meine Schlussrunde lautet wie folgt, mit der Bitte um eine kurze Antwort von den drei Referentinnen. Angela Merkel, die sich ja nicht sonderlich hervorgetan hat in ihrer Regierungszeit als Vorkämpferin für Frauenrechte, ruft bei Ihnen jeweils an und sagt, sie möchte in den letzten Monaten ihrer Amtszeit doch nochmal einen Impuls setzen und würde noch ein Gesetz durch den Bundestag bringen wollen, das Frauen nach der Pandemie hilft. Was soll in diesem Gesetz stehen? Frau Kugel. So ein Gesetz gibt es ja nicht, aber weil das ja die Wunsch-Fee-Stunde ist, würde ich sagen, dass es einen Gender-Budgeting-Approach im Bundeshaushalt gibt. Mhm. Frau Professorin Schnitzer. Ich würde mich für sehr viel mehr Geld für Bildung einsetzen, die eben beides erreichen kann, dass es gendergerecht dazugeht. Das heißt, es braucht auch die entsprechende Qualifizierung des Lehrpersonals, aber auf der anderen Seite dann auch gleich noch dafür sorgt, dass der soziale Background nicht so entscheidend ist für den Bildungserfolg, wie es aktuell der Fall ist. Frau Professorin Tertelt. Ich würde ganz klar das Ehegattensplitting abschaffen und mich dafür einsetzen, dass wir eine Individualbesteuerung bekommen nach dem Vorbild von Schweden. Also auch kein Familiensplitting, sondern individual. Individualbesteuerung, genau. Okay, vielen Dank. Und damit gebe ich zurück, kurz vor 19:30 an Clemens Fuß. Ja, vielen herzlichen Dank. Also zunächst an Sie, Frau Kugel, Frau Schnitzer, Frau Tertelt. Vielen herzlichen Dank. Ich fand das, also das waren viele Einsichten heute und ich fand das sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie hier mitgemacht haben, sich die Zeit genommen haben. Ganz großartig. Mir bleibt die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Am 22.03. werde ich selbst was vortragen. Ein Jahr Corona-Krise, aktuelle Wirtschaftslage und die No-Covid-Strategie. Das hat ja etwas Wellen geschlagen und entwickelt sich auch weiter. Da passiert einiges. Also wenn Sie Lust haben, freue ich mich, wenn Sie sich beteiligen am 22.03. Und dann beginnen wir eine neue Serie. Diese Veranstaltung ist ja sozusagen eine Reihe von Serien mit einem Oberthema. Das nächste Oberthema heißt Wirtschaftspolitische Herausforderungen Deutschlands in der Post-Merkel-Ära. Also wir gehen davon aus, dass Frau Merkel dann auch wirklich geht. Schauen wir mal, ob das so ist. Wenn sie bleibt, ist auch schön, aber es wird wohl eine Post-Merkel-Ära und da werden teilnehmen der Ökonom Thomas Piketty. Es wird da sein die Vattenfall-Präsidentin Anna Borg, jedenfalls sprechen wir gerade noch mit ihr, und der Politikwissenschaftler Herfried Münkler unter anderem. Also ich glaube, das werden spannende Veranstaltungen. Ja, und damit danke ich Ihnen, lieber Herr Weise. Ich danke nochmal Ihnen allen dreien und natürlich unseren Zuschauern für die Fragen, allen Diskutanten. Und ja, ich sage, bleiben Sie uns treu und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, wo immer Sie uns zugeschaut haben. Danke. Tschüss.